Ja, hallo liebe Leute, wir sind wieder unterwegs auf dem Multiplayer-Server von dem guten Morgsen. Und guckt mal, was mir hier in letzter Zeit passiert ist. Ich habe hier einen Kano, der coole mit der Brille, der ist mittlerweile Level 41. Und guckt euch mal die tollen Stats an. Mittlerweile schon fast 1500, nein sogar über 1500 live, das ist ja richtig gut. Macht 462% Schaden, das ist mal richtig fett, wie ich finde. Aber was jetzt noch viel geiler ist, ich habe hier einen Level 96er mittlerweile. Und wir gucken uns den mal an. 2100 live. Fett krass Stamina und macht hier auch schon 398,3% Schaden. Das ist richtig klasse. Und ignoriert unten einfach den Chat. Also ignoriert ihn jetzt auch nicht, das sind nette Leute. Aber denkt euch einfach euren Teil. Gut, wir werden jetzt in der jetzigen Folge einfach mal so ein bisschen rumdüsen. Wir werden hier den guten Kano schnappen, machen hier unten noch so ein bisschen Sachen platt. Im Anschluss springen wir auf ein neues Tier, das zeige ich euch dann gleich. Und werden dann noch ein bisschen im Sumpf die Tiere plattwalzen. Und ich denke, das wird es dann auch für die Episode gewesen sein. Moment, ich würde gerne mal wissen, welches Level du hast. Grüß mich doch nicht gleich, Alter. Da wird der Scheiße auf hier. So. Nee, dann bin ich nicht. So. Das ist hier Ruhe. Wir gucken gleich mal ab. Wir haben ein neues Level-Up. Und wir werden natürlich mehr Schaden machen. 424,9. Ja, das ist einfach nur noch so kranker Scheiß, ey. Ich lieb diesen Kano. Die hauen richtig fett rein. Alter. Achso, ich habe ein Hungerloch genannt. Und der andere heißt Edgar Wasser. Wisst ihr, wieso der Edgar Wasser heißt? Falls ihr das nicht wisst, dann gebt das mal bei YouTube ein. Das ist ein echt ganz krasser Gangster-Rapper. So harten Shit habt ihr noch nie gehört. True Story. Ui, ein Skorpion. Ich hätte ja so gerne mal einen. Aber hier laufen immer die fünften Schwächen hier rum. Moment, ich muss hier, glaube ich, mal den Ton ein bisschen leiser drehen, oder? Die gehen mal rein in die Option. Oh ja. Definitiv. So, ich glaube, jetzt ist das schon viel besser. Ja, wobei, jetzt ist es doch schon wieder sehr wenig, ne? So. Ich denke, das ist okay. Das ist deutlich besser. Dann hört man meine Stimme besser und ich muss das später nicht mehr so krass nachkorrigieren. Denn darauf habe ich ja echt gar keinen Bock. Das ist immer alles so kackaufwendig. Ui, guck mal, guck mal, guck mal. Kann ich Glück hier da wohl offensichtlich haben? Hier ist mal wieder so ein gammeliger Drop. Wer weiß, was der uns bringt. Der ist noch nicht mal da. Ich habe in letzter Zeit so viele Drops gefunden. So, wir machen jetzt mal folgendes. Wir stellen ihn mal ganz kurz. Ach nee, der ist schon auf neutral. Dann passt ja alles. Ich würde sagen, wir nutzen die Zwischenzeit und werden einfach mal... Wobei, wir haben ja auf dem Multiplayer-Server noch keinen Parser. Welches Level hat er denn? 16 ist mir echt zu gering. Sorry. Du wirst als Futter enden. Während wir auf das Bieten warten. Ja, du gibst richtig gut EP für meinen lieben Dino. Hallo? Wo sind die jetzt hin verschwunden? What the... Hä? Okay. Wir machen hier nochmal schnell den platt. Denn der wird mich dann wieder gleich nerven. Der blöde Dilo. Wenn ich hier abspringe. So. Nee, 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 Titanboa.
So haben wir nicht gewettet. So. Gleich mal rein hier. Wieder nur so Gammelzeug. Ich nehme trotzdem mal alles mit, denn hier werden doch bald noch ein paar andere Let's Player aufschlagen. Hoffe ich. Und dann kann ich denen schon so richtig viel geilen Scheiß in die Hand drücken. So. Wir werden uns gleich wieder auf den Rückweg machen. Vorher verprügeln wir noch schnell die Titanboa hier. Na komm. Hau nicht ab. Du willst Beef haben mit mir. Ich hätte gerne mittlerweile auch so ein T-Rex oder irgendwas anderes cooles, großes. Ich glaube, es gab unter dem T-Rex noch irgendwas. Mensch, wie hieß denn der? Der hat sowas wie eine Rückenflosse. Ich habe den Namen vergessen, aber den hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Der ist voll episch. Oh nein. Nein. Nicht mit den Insekten. Ich hasse die Insekten. Das sind die widerlichsten, bescheuertsten Tiere. Die versauen einem jedes Mal ein Tame. Ich muss mal gucken, denn irgendwo gab es ein Rezept für... wie hieß das denn? Für so ein Insektenvertreibungsmittel. Oh, die sind gefährlich. Die machen wir doch schnell platt. Was, das war's schon? Hm? Und wieso spielt schon wieder das Level-Up-Melodiechen? Was, so schnell ging das jetzt? Okay. Jetzt machen wir als nächstes. Wir machen, glaube ich, noch mehr Schaden. 350, 450, Mann. Ah, das ist so ein kranker Scheiß, ey. So. Das Reh. Nein, bleib da, Reh. Reh. Ja, denn wir kriegen immer viel zu wenig Pelt. Das brauchen wir schon. So, dann werden wir noch einmal so ein Viech hier killen. Weil das jetzt echt viel gebracht hatte. Ach, das war jetzt nur ein Level 4er. Naja, gut. Hallo? Was ist denn jetzt heute los? Also, irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Jetzt hat es funktioniert und wir haben auch einen Baum gefällt, was jetzt überhaupt nicht beabsichtigt war. Moment, den Dilo hauen wir auch mal schnell weg. Und dann reiten wir zurück. Gucken hier nochmal schnell, ist hier irgendwas Gefährliches in der Nähe, was wir auch noch schnell killen könnten. Oh, hier muss man ganz kurz chillen. Dann chill doch mal. Da hinten läuft irgendwas. Nee, das ist nix. Das ist ein ganz friedliches Tierchen. Dann würde ich sagen, dann bringen wir dich hier wieder zurück. So ein Stego hätte ich auch bald ganz gerne, aber es steht jetzt demnächst einmal ein Umzug an. Das zeige ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge. Wohin? Also es wird definitiv eine neue temporäre Basis geben. Ich ziehe ein bisschen in die Nähe von Guten Morgsen. Was sagt das gerade? Kann man das reparieren? Dann reparieren wir das doch mal. So. Dann legen wir noch ein paar Sachen ab. Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich muss jetzt mal mein Gehirn sortieren. Da habe ich das nicht rein. Wo habe ich denn das Zeug rein? Habe ich hier den ganzen Crap rein? Da nicht. Dann bestimmt hier. Ja, da ist es. Das ist so ein bisschen das Sammelding für die anderen neuen, die dann mal kommen werden. Dann kriegen die schon mal ein bisschen was, müssen am Anfang weniger sammeln und ich denke, das ist eine faire Sache. So, das können wir auch gleich nochmal hier lassen, denke ich. Na, ein bisschen was sollte man vielleicht mitnehmen. So, wir sagen mal die Hälfte hier rein, nochmal die Hälfte hier rein. Und dann passt das soweit. Und dann checken wir jetzt ab. Hallo? Hallo? Türe zu. Wieso? Und ich habe in den letzten Wochen, also was heißt in den letzten Wochen, in der letzten Woche so viel gespielt, wie glaube ich die letzten zwei Monate insgesamt nicht. Also, war jetzt nicht so gut, wie ich finde. So, Dr. Spitz. Kennt ihr den schon? Kennt ihr schon den zweiten? Ich glaube, ihr kennt auch schon den zweiten Agent, aber ich weiß nicht. Ihr kennt ihn, Dr. Spitz. Der wird ein Transporter, deshalb level ich bei ihm jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch Wade.
jeder Schaden und helft, das ist jetzt mal okay. Hier muss das jetzt nicht werden. Dann haben wir hier noch einen Pteranodon. Der hält irgendwie dann gar nichts aus, macht viel zu wenig Schaden und ist scheiße eigentlich. Aber er ist halt so unglaublich schnell und deshalb kriegt er da immer seine Punkte rein. Deshalb liebe ich ihn. Aber sonst kann er eigentlich nichts. Dem geht's gut soweit. Hier ist wieder ein Level Up. Keine Ahnung, wieso ich den überhaupt habe. Ich weiß es nicht. Die anderen Dinos sind mindestens genauso schnell. Dem geht's gut. Wie geht's dem der Kröte? Oh ja, Kröte. Kröte braucht, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Schaden. Ja, 218 ist doch ganz, ganz gut. So, wir springen mal drauf. Ich liebe diese Kröte. Also, das ist so ziemlich das geilste Reittier ever. Boing, boing, boing. So, da müssen wir den doch schnell einstellen, dass du mir zukünftig auch folgst. Hallo? Du sollst mir folgen. Ja, haben wir jetzt gemacht. Okay. Okilidokili. Moment. Habe ich da unten irgendein Tier gesehen, was mich interessieren könnte? Nee. Das war Einbildung. Gut, dann chatten wir jetzt hier einfach mal nach hinten. Boing. Gott, ich finde ihn so episch. Boing. Boing. Da sind allerdings viele Raptoren. Das gefällt mir nicht. Aber denen können wir relativ easy entkommen. Unser Ziel ist es jetzt, dass wir wieder in den Sumpf gehen. Denn ich habe da eine tolle neue Möglichkeit entdeckt. Was? Was ist jetzt passiert? Im Sumpf können wir nämlich recht zügig und schnell zum einen mal leveln. Zum anderen mal, wenn wir hier diese blöden Insekten angreifen. Und ja, da. Hallo? Bleib mal. Ach so. Da kommen wir ja wieder nicht ran. Wir brauchen die anderen, die niedriger schweben und uns angreifen wollen. Sie kann man wunderbar Insekten farmen. Und wenn man jetzt mit diesem coolen Frosch unterwegs ist, dann kriegt man diese Cementing Paste, die man unbedingt braucht, um dann so Metallsachen zu bauen. Und das kriegt man reichlich. Wo ist denn hier der Sumpf? Habe ich mich jetzt verlaufen? Ach so, der Sumpf ist da drüben irgendwo. Boing. 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 Was ist denn der eigentlich? Oh oh. Trouble ahead. Ach nee, nur 40, okay. Also ich meine, der wird uns immer noch platt machen. Deshalb gehen wir da lieber mal weg. Und der hat uns schon gesehen. Scheiße. So, sind wir ihm entkommen? Ich glaube schon. Boing. Achso, das waren die übrigens gerade. Mit denen wollen wir uns anlegen. Wieder. Die wollen uns aber gerade nicht. Das ist wieder so typisch. Greif uns doch an, Mann. Jetzt. So, jetzt kommen die nämlich daher. Wir verprügeln die ordentlich. Mit unserer ultra geilen Schnellzunge. Wir könnten aber echt mal ein bisschen mehr Schaden machen. So, jetzt liegen die hier also tot rum und wir gehen da dahin und bekommen jetzt hier massenhaft Cementing Paste. Na? Okay. Das passt. So, ihr seht schon, 24 Cementing Paste. Das ist übrigens auch ein Server, auf dem mehr droppt und schneller droppt und so Zeugs. Das finde ich super praktisch. Auch die Tame Speed ist doppelt so schnell. Das ist auch halt, ich meine, ganz ehrlich, ich mache Let's Play. Ich habe nicht hier Zeit, dann eine Million Jahre irgendwie was zu zähmen. Eine Stunde ist immer noch meiner Meinung nach zu krass und zu viel. Sudele.
Ich denke, jetzt haben wir hier alle eingesammelt oder liegen hier irgendwo noch irgendwelche Fliegenleichen? Ich denke nicht. So, deshalb gucken wir mal ganz schnell ins Inventar. Und ihr seht es jetzt, also wir haben jetzt hier auf dem Server, wo halt deutlich mehr droppt, mittlerweile schon 168 Cementing Paste gefunden. Das ist definitiv die schnellere Variante, als die aus diesem Keratin und Steinen herzustellen. So, dann hoppeln wir hier noch ein bisschen entlang. Boing, boing, boing. Hm. Ich hätte auch noch gerne einen viel höher levelerigen Frosch. Ist das jetzt korrekt? Aber irgendwie wird das nix. Was bist denn du für einer? Hallo? Ich finde das kacke, dass man nicht rauszoomen kann. Wo sind wir hier? Halt, da war was. Das war ein Stein. Nee, der war doch gerade. Da war was. Zu dem sollten wir nicht hingehen. Das ist ein Level. Das macht uns einfach platt. Aber das ist auch das Praktische am Frosch. Der hat diesen ultragigantischen Weitsprung. 52, Mann, das wäre natürlich echt was. Und das sieht sogar irgendwie geil aus. Komm, lass uns poppen. Poppen. Nein, nicht. Na gut. Zwei Sarkos. Werden die sich gleich gegenseitig bekriegen? Nee. Schade. So, wir sprinten mal. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Nichts wie weg hier. Will mich jetzt nicht mit denen anlegen. Lass mich mal in Ruhe. Wir suchen nämlich hier eigentlich nur Insekten, damit wir noch viel mehr Cementing Paste bekommen. Ist hier gerade irgendjemand drüber geflogen? Na? Wir düsen mal hier runter und hoffen, dass sich hier noch so ein Nest befindet. Wo sind denn diese ganzen kackkleinen Insekten? Ey, wisst ihr, wie das ist? Das ist, wenn du sie nicht brauchst, ne? Dann sind eine Million von diesen fiesen Insektenschwärmen um dich herum und gehen dir richtig auf den Sack. Aber wenn du mit ihnen Beef willst, nee, dann findest du sie nicht. Mann. Was bist du denn? Was machst du denn hier? Ich glaube, mit dem können wir uns nicht anlegen. Nicht mit dem kleinen Scheißer hier. Na kommt, ihr seid doch hier jetzt. Greift mich an, Mann. Das funktioniert halt nicht, ne? Kacke. Moment, ich stehe jetzt einfach mal auf. Und abonniere die. Ja, hat doch funktioniert. Ach so, nee. Der hat nur den Titanbohrer gefunden. Wie haben wir. Ja, jetzt haben wir den richtigen Viagrot. Das sind die, die wir Viagron wollten. Ja! So gefällt mir das. Jo. Liegt hier irgendwo noch so eine blöde Kröte rum? Nee. Da, 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 da. Und wieso habe ich eigentlich gerade Kröte gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Wir suchen doch so ein paar fiese Insekten. Kommt schon. Das war das letzte Mal echt besser. Wollen wir uns mal mit dem hier beefen? Wir beefen uns jetzt einfach mal mit dem hier. Yay.
Jetzt haben wir auch noch so ein Insektenviech gekillt. Und da kommen schon die Kollegen vom Insektenviech. Sehr gut. Dann lohnt sich das doch noch irgendwie. So. Wir machen mal wieder ein kurzes Check-up. Oh, und wir sind wieder gelevelt. Ich meine, wir bräuchten zwar mehr Damage, aber wir gehen jetzt mal sicherheitshalber nochmal auf mehr Health. Denn der Tausender kann schon recht handy sein. So. Was ich als nächstes ganz gerne hätte, und vielleicht nehme ich dann auch auf, das wäre... Scheiße, jetzt habe ich natürlich den Quetz. Genau, ich hätte ganz gerne Quetz. Weil ich dann da irgendwie ultra coole Versorgungsflüge machen könnte, weil der total viel tragen kann. Ich meine, er ist ja nicht schnell oder so, aber er kann halt viel tragen und das ist geil. Das könnte ich echt gebrauchen. Weil ich dann nämlich Metall und so super easy hin und her transportieren könnte. Hallo. Ich stehe nochmal kurz auf und ich versuche nochmal ein bisschen rumzustochern. So, ich habe getroffen, ne? Ja. Nein, ich habe nicht getroffen. Shit. Schon wieder so eine Kack-Titan-Bohr. Wieso ziehe ich die denn immer ständig an? Ach du Schande. Gebt euch mal das. Und ich bin bewusstlos. Was ziemlich schlecht ist. Werde ich auch wieder? Ich kann nicht aufs Inventar zugreifen und das wäre jetzt irgendwie leicht verhängnisvoll, wenn wir da jetzt verhungern würden, währenddessen wir nichts machen können. Das wäre echt mies. Na komm schon. Na komm. Ach, danke. Du hast mir das Leben gerettet. Du bist so gut zu mir. So, wir essen jetzt mal ein bisschen was davon. Wie sieht's denn aus? Ja, das hat jetzt erstmal gereicht. So, was haben wir denn alles bekommen mittlerweile? Wir haben mittlerweile 476. Das sieht gut aus. Ich denke, einmal werden wir uns nochmal in so einen Mückenschwarm wagen. Und dann ist gut, glaube ich. Ui, du bist schick. Du bist ein schicker Dilo. Wenn ich dich irgendwie nur gebrauchen könnte. Da sind wieder welche. Da sind wieder welche. Na, kommt schon. Aber wir müssen noch einen ganz kurzen Moment warten. Denn unser Lieber hier hat auch schon ein bisschen was abbekommen von diesem Gift. Und ich glaube, der muss erstmal eine Runde chillen. Wie sieht's denn aus? Können wir ihm da was geben und dann geht's ihm besser? Ach, jetzt wäre natürlich Stimberries klasse. Da muss ich dran denken, das nächste Mal. Einfach mal Stimberries mitnehmen und dann ist mir das nämlich alles echt egal. So. Wo seid ihr denn jetzt wieder hin, die blöden Mücken? Da ist eine blöde Mücke. So. Hier mal geschnappt. Hallo, wieso will mich die Mücke nicht angreifen? Also manchmal, ne? Boing, 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 komm einmal noch. Es muss doch gehen. Wir müssen doch nochmal irgendwo Mücken sein. So, ich probier's mal bei der und stups die an. Ja, hat gewirkt. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Hilfe! Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Reis ausnehmen. Und uns umdrehen, in eine bessere Position bringen. So. Mal wieder welche erwischt und... Na komm.
Jetzt bin ich hier nicht mehr. Hey, bieg mir den Frosch um. Ihr tötet mir den Frosch. Nicht den Frosch töten. Mein Gott. So ganz viel Zeug verfuttern. Kacke. Jetzt verreckt doch endlich. Haben wir alle erwischt? Oh mein Gott, wir haben alle erwischt. Das war jetzt schon wieder ein bisschen zu eng für meinen Geschmack. Wir brauchen dringend mehr Schaden. Nein, nicht droppen. Du sollst das essen. Iss, mein Freund, iss. Iss. Ist gut für dich. Sagen wir nicht noch mehr Fleisch? Na klar. Da haben wir doch noch viel mehr Fleisch. Und das kriegst du jetzt auch noch und dann ist gut. Oh. Mann, ey. So, wo sind jetzt hier die Leichen? Nein. Okay. So, dann gehen wir nochmal zurück und irgendwo hier müssen nämlich noch viele, viele, viele Leichen liegen. Da war es wohl nicht. Shit, wo sind die denn? Jetzt haben wir so viele plattgewalzt und wir kriegen die nicht mal... Ach, jetzt komm. Jetzt macht mich doch nicht fertig. Da, da sind sie. Da mal eine. Was, das war's jetzt? Eine? Die haben mir doch noch viel mehr plattgewalzt. Da ist noch mal eine. Ich glaube, der braucht mehr Stamina. So, wo sind denn jetzt die anderen Mücken? Haben wir die schon alle erwischt? Das ergibt doch jetzt keinen Sinn. Also wir haben sie wahrscheinlich doch schon alle erwischt, währenddessen wir noch auf die anderen eingeschlagen hat, wird er wohl noch das Zeug eingesammelt haben. Ich denke, das macht Sinn. Wir sollten einfach mal ins Inventar gucken. Wir haben jetzt aktuell 100, 200, 300, 400, 500, 600, 612. Oh Gott, das reicht locker. So, jetzt ein kleiner Blick in die Karte und dann werde ich die Aufnahme auch an der jetzigen Stelle beenden. Wir sehen uns in der nächsten wieder und dann zeige ich euch vielleicht eine Basis, eine neue. Werden wir sehen. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.